So, wir sind hier beim HUSG Union Hohenweiden. Aktuell befinden wir uns hier am Wasserskizentrum Hohenweiden. Hier kann man natürlich wunderbar sitzen, die Sonne genießen, was trinken. Die Bedienungen sind auch nett. Und warum wir heute hier sind, wird uns jetzt mal unser Freund, der Präsident vom HUSG Union Hohenweiden, erklären. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Kurzke. Ich bin der aktuelle Vereinsvorsitzende von der HUSG Union Hohenweiden. Ja, unseren Verein, den gibt es jetzt mittlerweile seit 14 Jahren. Wir haben uns 2001 gegründet. Da haben sich 10 Verrückte an den Tisch gesetzt und hatten die Idee dazu. Mittlerweile sind wir ca. 150 Mitglieder im Verein, haben mehrere Sektionen am Start. Die größte Abteilung ist die Abteilung Fußball, dann Taekwondo, Tanzen, Tischtennis. Top. Und unser Freund Ralf ist natürlich auch hier. Der Ralf kann natürlich auch mal aktuell zu dem Zustand, der hier noch herrscht, was sagen. Und ja, Ralf, vielleicht erzählst du einfach mal, wie es gerade aktuell bei euch aussieht. Ja, ich bin der Ralf Brummer, bin der Medizinmann der Abteilung Fußball. Ich kümmere mich um die Gesundheit unserer Fußballspieler und unterstütze natürlich den Präsidenten und unseren Vorstand in der Umsetzung unseres neuen Umbau von unserem neuen Sportplatz. Unsere Ist-Situation ist wirklich fast dramatisch. Wir hausen seit 12 Jahren in gestellten Containern, die ihr euch bestimmt nachher auch mal angucken könnt. Im Moment bauen wir einen neuen Sportplatz komplett in Eigenleistung. Das heißt, wir spielen am Wochenende Fußball. Und in der Zeit, wo wir keinen Fußball spielen, ist es dann so, dass wir unseren Verein zu Arbeitseinsätzen aufrufen und dann wirklich mit Schippe und Spaten da hinten stehen und auf unserem neuen Sportplatz im Versuchen bestmöglichst anzutreiben. Genau. Die Jungs antreiben, denn hier ist es natürlich auch so, hier passiert wirklich viel in Eigenleistung. Und dass das nicht immer einfach ist, das ist, denke ich, jedem klar. Die Jungs geben aber ihr Bestes, aber es ist einfach so, dass auch mal eine finanzielle Unterstützung einfach notwendig ist. Und deswegen sind wir hier, gucken uns nachher hier noch ein bisschen um, das werdet ihr dann sehen. Da gibt es ja noch jemanden, der uns das hier mal alles so zeigt. Und ja, da könnt ihr euch selber mal ein Bild machen. Und deswegen stellen wir uns natürlich hier mal vor. So, jetzt befinden wir uns aktuell hier an dem neuen Fußballfeld, was gerade noch im Bau ist. Und ich denke, der Ralf kann uns dazu was sagen. Ja, ihr seht im Hintergrund unseren Fußballplatz. Man erkennt es an der Umrandung, dass wir im Moment ausgeschachtet haben, was ich vorhin schon sagte, unser Drainagerohr, was wir komplett in Eigenarbeit im Moment machen. Es ist im Moment enorm viel Geld schon eingeflossen, was man noch nicht sehen kann, weil es steckt viel im Unterbau, es ist schon Schotter eingebracht und so weiter. Aber nur, dass man mal einfach ein paar Zahlen kennt, nur um das Drainagerohr reinzubringen, brauchen wir einfach mal so eine Zahl, noch 720 Tonnen Schotter. Ja, das ist eine ganz schöne Menge. Ja, ansonsten in Kleinarbeit, in vielen Arbeitseinsätzen unserer ganzen Vereinsmitglieder sind wir hier, wenn wir nicht spielen, immer am Standort und versuchen so viel wie möglich wirklich in Eigenarbeit zu machen, weil uns wirklich Unterstützung fehlt. Okay. Jungs, ich kann es nur immer wieder sagen, hier steckt viel Arbeit drin, in Eigenleistung, und das muss doch mal irgendwie prämiert werden, finde ich. Ja? Oder was sagst du? Ja, das denke ich natürlich auch. Und wie es der Ralf schon gesagt hat, hier steckt wirklich, auch wenn man es vielleicht nicht so sehen kann, viel, viel Arbeit und auch viel Geld schon im Platz. Wir befinden uns, das muss man dazu sagen, auch im Hochwasserschutzgebiet, und das macht die ganze Sache natürlich nicht gerade einfacher. Absolut. Und ich denke, jetzt gehen wir da mal rüber irgendwie und gucken uns das mal noch ein bisschen aus der Nähe an. Oder? Ja. Absolut. Gehen wir los. So, Freunde, jetzt sind wir hier direkt vor dem neuen Fußballplatz. Den sieht man natürlich hier hinter uns. Mit Graben natürlich. Der ist hier drüben. Und der Ralf wird uns jetzt mal erzählen, was eigentlich hier noch genau benötigt wird, um letztendlich hier mal alles fertigzustellen. Ja, also kurz zu unserem Kram. Unser Präsident hat ja vorhin erzählt, wir sind hier im Hochwasserschutzgebiet. Deswegen müssen wir den Platz mit Drainagerohren ausrüsten, um den Platz auch in sintflutartigen Regenfällen davor zu schützen, dass Löcher, Graben entstehen und so weiter. Dass natürlich am Samstag dann auch ordentlich gespielt werden kann und der Platz dann auch bespielbar ist. Mhm. Deswegen brauchen wir Schotter, wir brauchen Beton, um die Barrieren des Fußballplatzes abzusichern. Wir brauchen, wie gesagt, Drainagerohre. Vorhin sagte ich schon, knapp 720 Tonnen Schotter werden benötigt.
Und das kostet alles verdammt viel Geld. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Jetzt können wir ja mal hier zum Graben rübergehen. Ja, da können wir ja mal reingucken. Um das mal zu erfassen, alles. Ja, hier muss noch einiges passieren. Da ist natürlich Geld für nötig. Geld und natürlich die ganzen Baustoffe, die man da so braucht. Ja, ansonsten denke ich, haben wir alles soweit zum Platz hier. Das sieht gut aus, mit viel Fantasie kann man schon sehen, dass das mal ein fantastischer Platz werden wird. Das hoffen wir natürlich. Übrigens mit FIFA-Maßen, ja, muss man dazu sagen. Hat auch nicht jeder Verein. Seht ihr, Freunde? FIFA. So weit geht das hier. Also Leute, das hinter uns wird mal ein Platz, wo man gut spielen kann. Und ich finde, wenn das dann nachher soweit ist, solltet ihr auch mal alle herkommen und euch ja tatsächlich mal ein Spiel angucken. Denn das macht echt Spaß, Freunde. So, hinter uns ist hier, das wird das neue Vereinsheim. Das kann man, glaube ich, erkennen. Und da haben wir nachher noch jemanden da, der heißt Peter. Der ist hier quasi heute verantwortlich dafür, uns hier ein bisschen rumzuführen und dazu ein bisschen was zu sagen. Und ja, da gehen wir nachher einfach mal rein. Und dann gucken wir natürlich mal, wie das aktuell da drin aussieht. Das ist natürlich noch ein Rohbau, das sieht man. Ja, das soll aber auch mal ganz klasse werden. Und deswegen warten wir aktuell noch auf den Peter, der führt uns da rum. Und dann werden wir doch mal sehen, wie weit die da drin sind, ne? Zum Sportplatz, der jetzt sehr aktuell ist, gehen wir nachher auch noch. Da gucken wir uns natürlich auch was an. Ein Spiel gibt es heute auch noch. Das werden wir auch versuchen, ein bisschen mit einzufangen. Ja, und ich denke, wenn der Peter da ist, dann geht das hier auch direkt los. Ne? Neben mir ist unser Freund der Peter, der uns heute anvertraut. Peter, hinter uns ist der Rohbau. Für was? Was machen wir da? Das wird unser Vereinsheim nach 14 langen Jahren endlich. Und das wollen wir uns da jetzt mal angucken, wie das da aktuell aussieht. Der Peter führt uns rum. Also gehen wir los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na dann los. So, jetzt stehen wir hier direkt vor der Tür. Jetzt gehen wir mal rein. Peter, du führst uns. Ich führe euch mir nach. Also jetzt stehen wir direkt hier im Saal. Im großen Saal, der so vorgesehen ist für 100 Mitglieder. Also wenn man hier große Feiern machen möchte, ja, dann kann man bis zu 100, 120 Mitglieder, können da schön ordentlich Party machen. Ja, dann mir nach. Ich führe euch mal durch unseren Kabinentrakt. Also gefeiert wird hier auch, ne, wisst ihr? Das Heimat und Brauchtum wird hier gefördert und gefordert. Ja. Genau. Hier stehen wir in einem Kabinentrakt von insgesamt zwei. Hier kommt sozusagen noch eine Trockenbauwand rein. Ne? Ja. Also es wären zwei Kabinen mit Toilette. Sehr gut. Also wir waren bei der Toilette, dann fangen wir doch mal gleich, gehen wir in den nächsten Raum dann, oder? Hier ist der erste Nasszellentrakt sozusagen von zwei. Mhm. Ja, also das gleiche Thema haben wir nochmal drüben. Ja. Also es entstehen sozusagen vier Kabinentrakte und Schiedsrichter, Schiri. Beim Schiedsrichter, der kriegt sein eigenes Duschgerät. Genau, der kriegt sein eigenes Duschgerät und seine eigene Kabine, ne? Ja. Dass den keiner beeinflussen kann sozusagen. Ja, der muss vor ja dem Spiel und nach dem Spiel. Weil der Schiedsrichter muss immer neutral bleiben, genau. Freunde. Das wisst ihr natürlich. Gehen wir doch mal weiter. Ja. Schiedsrichterkomplex, Vereinsbüro, ja, wo ja auch wichtige Arbeiten durchgeführt werden müssen. Und jetzt nochmal was zu unserem großen Saal, in dem wir ja nicht nur feiern, sondern das ist ja auch ein Mehrzweckgebäude. Das heißt, das steht nicht nur der Sektion Fußball zur Verfügung, sondern auch der Sektion Taekwondo und unserer Sektion der Tanzteufel, mhm, ja, unsere Tanzmäuschen sozusagen. Okay. Also das heißt, in diesem Saal werden auch zu Trainingszwecken dann Matten ausgelegt, wo sie dann Taekwondo üben können, ja, treten, springen, Kreiseln, was man da so alles macht, ne? Ja, das stimmt. Ja, und die Tanzteufel legen dann hier eine ordentliche Musik auf, ja, sozusagen, und können sich auch wunderbar bewegen, ja, was bis jetzt noch nicht der Fall war. Ja. Die mussten ja in unseren Jugendclub im Dorf ausweichen und der ist vielleicht die Hälfte von diesem Trakt. Dann habt ihr euch natürlich, dann ist das hier eine mächtige Verbesserung. Das ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen, also ich würde sagen sensationell. Ja, cool. Ne? Genau. Sehr gut. Dann haben wir natürlich auch was für die Verpflegung zur Verfügung unserer Mitglieder und unserer Gäste. Sozusagen der Küchentrakt. Ja. Hier wird dann ausgeschenkt. Hier kann man sich auch mal eine schöne heiße Bockwurst holen oder eine Bulette. Ja. Gehen wir doch mal in die Küche, komm. Ja. Das würde mich mal interessieren. Gibt es dann ja auch einen Geschirrspüler oder wird das alles hier per Hand gemacht? Es wird auch einen Geschirrspüler geben. Ja, also dafür haben wir auch schon gesorgt. Super. Genau. Ich denke, dass wir das so auf den modernsten Stand bekommen werden. Super. Ja. Gut, gehen wir weiter. So. Jetzt mal ganz kurz Stopp, denn
Wenn wir dorthin schauen, wir sehen hier eine riesen Terrassentür. Ja. Ja? Wir sehen hier riesen Fenster, Panoramafenster kann man dazu auch sagen. Ja. Ne? Wenn mal schlechtes Wetter ist und unsere Jungs draußen sich abmühen, ja, und für unsere Siege sorgen, dann kann sich hier, können sich hier unsere Fans aufhalten sozusagen im warmen Stübchen bei einer heißen Bockwurst, bei einem schönen Bierchen und haben einen super, super Blick aufs Spielfeld, was dort draußen entsteht. Übrigens im Eigenbau des Vereins. Ja? Also da unterstützt uns nicht die Gemeinde, sondern das machen wir in Eigeninitiative mit eigenen Geldern. Ja, mal ganz top. Mir folgen. Jetzt sehen wir, jetzt stehen wir hier an der Terrassentür. Hier kommt noch eine Terrasse hin für schönes Wetter. Mhm. Ja? Dafür brauchen wir natürlich diverse Möbel, die wir noch gar nicht haben. Ja. Also ja. Da geht es dann wieder an die Sponsoren, Eigeninitiative ist da gefragt. Aber ich meine, wir kämpfen jetzt schon 14 Jahre lang. Ich denke, diesen kleinen Schritt kriegen wir dann auch noch hin. Hm? Habt ihr da aktuell schon Sponsoren im Kopf? Oder? Im Kopf ja, die müssen nur noch überzeugt werden. Hm? Die dürfen wir natürlich noch nicht nennen. Ne? Genau. Ja, aber super. Und da entsteht jetzt quasi dann das neue Spielfeld, genau, auf dem Acker. Dort entsteht das neue Spielfeld. So, jetzt sind wir hier gerade bei den Umkleiden, bei den aktuellen Umkleiden. Das soll natürlich nicht so bleiben. Das soll natürlich bessere werden. Und der Peter zeigt uns die jetzt mal. Und da werden wir mal gucken, wie die aktuell so aussehen. Aber da soll ja was Neues kommen, ne? Genau, da wird was Neues kommen. Wenn wir jetzt uns die Kabinen anschauen, bekommt bitte keinen Schock. Ja? Wir geben uns Mühe. Gehen wir mal los. Unser Präsident. Oh, das ist der Präsident. Genau. Der Präsident schließt eigenhändig die Kabine auf. Ja. Das gibt es auch nicht oft, ne? Aber hier kümmert sich der Präsident noch selbst. Zusammen mit Mannschaftsleiter, also Sanitätsbetreuung sozusagen. Stark. Genau. Also wenn sich mal jemand bei uns verletzt, tatütata, der Ralf kommt und danach, also das ist unser Müller-Wohlfahrt hier im Verein sozusagen. Ja? Tatütata, der Ralf ist da. Genau. So, gehen wir mal weiter. Das waren jetzt hier nur die Toiletten, ne? Duschen, sehr, ich glaube, sehr interessant, dass wir da mal reingucken können. Ui. Gehen wir mal rein, ne? Gehen wir mal rein. Oh, Lichthammer. Ja, das ist schon mal gut. Oh, das ist natürlich ausbaufähig. Ich meine, wer duscht hier nicht gern, ja? Absolut. Absolut, hier. Ich zeig nur mal. Oh, guck mal hier. Ja? Sensationell, oder? Und die sind schon ein paar Mal ausgewechselt worden. Ja. Aber okay. Also das könnte man tatsächlich mal erneuern quasi. Aber da seid ihr ja dran, ne? Da sind wir dran. Das super. Wir dran. Genau. Gut, dann war das für den Duschteil jetzt hier. Gehen wir mal weiter in die Umkleiden. So, jetzt gehen wir hier. Was ist das jetzt hier? Jetzt gehen wir in die Kabine der ersten Mannschaft. Jawohl. Mhm. So, und hier müssen sich dann, sage ich mal, so 15 bis 20 Mann aufhalten und umziehen. Ja. Ich meine, wir haben es jetzt auch, sage ich mal, 12 Jahre geschafft, hier klarzukommen. Ja. Freuen uns natürlich alle auf unseren neuen Kabinentrakt. Ja. Das kann ich verstehen. So einfach ist das dann hier drinnen. Gut, es ist natürlich, ist es gut, wir können hier ordentlich zusammenrücken, ja? Ja. Uns näher kennenlernen. So sieht's aus. Ja, und dann motiviert ins Spiel. So, das war jetzt hier die Umkleidekabine von den Spielern hier. Jetzt gehen wir mal zu den Gästen, ne, oder? Genau, die Gäste müssen sich auch irgendwo umziehen. Und jetzt schauen wir uns mal den Gästetrakt an. So, jetzt sind wir hier bei den Gästen. Genau, jetzt sind wir bei den Gästen. Sieht etwas sauberer aus, weil die Gäste sind ja hier nicht zu Hause. Das heißt, also hier hängen sozusagen keine Klamotten drin, ja, wie in, ja, bei unserer ersten Herrenmannschaft. Okay. Ja, ist jetzt aber von der Größe auch nicht viel anders, ne? Das ist das Gleiche so. Das ist genauso groß. Nur sauberer, also, ne? Wisst ihr? Da wir uns jetzt aktuell hier in der Gästeumkleide befinden, hier gibt es natürlich heute auch noch ein Spiel. Hm? Genau. Gegen wen spielt ihr denn heute? Gegen Großgräfendorf. Also es wird, das ist auch sowas wie ein kleines Derby, denn dort sind jetzt einige ansässig, die mal bei uns gespielt haben. Ja, und deswegen, da wird heute viel in der Luft liegen. Viel Kampfesgeist, Kampfesmut. Und ich denke, das wollen wir auf jeden Fall ziehen, das Spiel. Da sind wir natürlich dabei. Das gucken wir uns natürlich nachher auch noch an. Ne? So, okay, das waren die Gäste. Gehen wir mal weiter. Ne? Peter, du sagst, wo es lang geht. Ja, jetzt kommen wir sozusagen in den Schiedsrichtertrakt.
Hier werden diverse Vorbereitungen getroffen fürs Spiel. Also jedes Spiel muss ja online gemeldet werden. Ja. Ja, und das übernimmt bei uns der Mannschaftsleiter. Kann ich auch dazu sagen, das ist gleichzeitig der Sohn unseres Präsidenten, ja, John Kurzke. Wollen wir mal reinschauen? Okay. Na, gerne. Na? Hallöchen, wir kommen mal rein zu dir. Ich hoffe, wir stören dich nicht. Nee. Peter, mein Freund, komm mit. Hallo, Johnny. Hallo, grüß dich. Was machst du denn jetzt aktuell gerade hier? Ja, ich tue sozusagen den Spielbetrieb vorbereiten, mir ein Protokoll ausdrucken. Ja. Und dann des Weiteren auch noch später dann die Protokolle ausfüllen für das Spiel. Aha, das hört sich ja interessant an, oder Leute? Ganz wichtige Aufgabe übrigens, ganz wichtig. Ja, sehr gut. Ja. Viel Platz hast du ja leider nicht, ne? Nee, leider eigentlich nicht, aber es ist, ja, ist begrenzt, sagen wir mal so. Bald hast du mehr Platz, habe ich den Eindruck. Ja, auch. Sehr gut, dann mach weiter, du machst das gut, habe ich den Eindruck. Und wir machen uns auch weiter, hm, Freunde? Oh, Tür zu, warte. Damit es ja nicht zieht drin. Nicht, dass es zieht. Eine Erkältung vorm Spiel wollen wir hier natürlich nicht riskieren, ne? Oder das wäre schlecht, oder Peter? Das wäre schlecht, ja. Wer soll es denn dann machen? Ja? Also wir haben nur einen Mannschaftsleiter, der sich dazu bereit erklärt, diese Formulare auszufüllen. Ich finde aber, Dennis könnte das auch machen. Dennis ist in sowas auch gut. Dennis, oder? In Ausfüllen? Ja. Auf jeden Fall. Super. Und bestimmen. Weiter geht's. Warte. So, es ist ja gerade natürlich hinter uns in der Kabine, ist jetzt ja Spielbesprechung, Peter, oder? Genau, jetzt geht's ans Eingemachte sozusagen. Jetzt wird die Mannschaft aufgestellt, wer auf welcher Position spielt und was er zu tun hat. Da gehen wir doch jetzt einfach mal rein, müssen aber schön still sein und hören da mal zu, oder? Los. Heute kennen wir unseren Platz, ja, ist auch nicht der allerbeste. Wissen wir, auch sehr hucklig. Zu verteidigen. Ja, und dann. Genau. Ja. So, da ist vorne. Ja. So, ich hab mal deinen Part übernommen. Hm? Ja. Tja, nun habt ihr ja mitbekommen, wie sowas vonstatten geht, so eine Spielbesprechung. Es muss nicht immer laut in der Kabine zugehen, ja, also die Trainer stellen sich natürlich auch auf die Spieler ein. So, hier sind wir in der sogenannten Coaching-Zone der HUSG Union Hohenweiden. Neben mir steht der... Ich bin der Michael Höschel, der eigentliche Torwart der ersten Herren. Bin aber seit letzten Jahres verletzt und deswegen momentan nur als Zuschauer dabei, aber natürlich unterstütze ich die Jungs immer. Okay, ich denke, das tut weh, ne? Was geht denn da so in dir vor, wenn du hier draußen zugucken musst? Ja, natürlich, es kribbelt schon wieder. Ich würde auch gerne mitspielen und vom Spiel aus die Jungs unterstützen. Aber ich denke mal, ich muss noch ein bisschen warten mit der Verletzung, aber dann werde ich bald wieder angreifen. Dann wünsche ich dir natürlich für deine Zukunft viel Erfolg. Dankeschön. Und wir warten auf dich. Hier sind wir bei unseren absoluten Ultras angelangt. Neben mir steht der Moritz. Unsere Ultras, die uns natürlich begleiten, auch auf die Auswärtsspiele, kann kaum eine Saalkreismannschaft von sich behaupten. Lieber Moritz, wie geht es dir? Naja, mir geht es relativ gut. Wir sind ja gerade ordentlich am Supporten, hoffen, dass unsere Mannschaft hier noch einen Sieg einfährt. Genau. Was hältst du gerade vom Spiel? Naja, wir sind drauf und dran, jetzt gerade das Tor zu schießen und ich hoffe, wir packen es. Ich habe ja gehört, dass du auch ein sehr guter Fußballer sein sollst. Ja? Allerdings spielst du ja noch im Nachwuchsbereich in einer anderen Mannschaft. Wie sieht es denn aus, wenn du mal die Volljährigkeit errungen hast mit deinem Herz für Hohenweiden? Naja, ich wollte am Anfang, also erstmal noch meine in der Nachwuchsabteilung weiterspielen, in meinem jetzigen Verein. Und dann mal gucken, wie weit ich es dort schaffe. Aber ich werde auf jeden Fall im Alter zu Hohenweiden zurückkommen und mein Bestes für Hohenweiden geben. Super, super, super. Und vielen, vielen Dank, lieber Moritz. Jawohl. Hallo, grüß dich erstmal. Wie heißt Hallo, du? Hallo, ich bin Liliane Lackner. Bin selber jetzt erst 27 Jahre alt. Und trainiere bei uns bei der HUSG die Tanzteufel Hohenweiden. Wie lange machst du das schon?
Selber trainiere ich das jetzt seit 3 Jahren und dabei bin ich schon seit 10 Jahren. Machst du das selber beruflich? Nein. Nein? Was machst du so im normalen Leben? Ich studiere Landwirtschaft und gehe noch nebenbei beim DRK arbeiten. Ah, okay. Landwirtschaft, das ist ja auch interessant. Was macht man da so? Naja, viele bezeichnen es als studierter Bauer. Mhm, okay. Ja, wie gesagt, Theorie, Betriebsabrechnung, alles das, was keinen Spaß macht, aber man braucht es trotzdem. Okay. Ansonsten, wie viele Mädels sind das oder sind das Jungs und Mädels? Ist da alles dabei? Wir haben Jungs und Mädels. Das hier ist eine unserer kleinsten. Ah. Wie heißt du? Marie. Marie, hallo Marie. Und ich bin 5 Jahre alt. Mhm. Und die Anne ist unsere Trainerin, also meine so. Mhm. Mhm. Und ist die cool? Ja. Ist die gut drauf immer? Lacht die viel? Erzählt die auch mal Witze? Das ist manchmal. Gut. Okay, das freut mich natürlich zu hören. Insgesamt sind wir 17 Kinder, davon eben 2 Jungs und der Rest sind Mädels. Wo trainiert er hauptsächlich? Im Moment noch im Jugendclub und später dann in unserem gebauten Vereinshaus. Aha. Und wo ist der Jugendclub? Der ist hier in Hohenweiden. Das war früher mal eine Kaufhalle. Die hat man dann umgebaut mit Aha. einem kleinen Ruheraum und eben einen Raum zur Bewegung. Aha, hier so sozusagen im Ort. Genau, im Ort. Aha, alles klar. Dann vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wir haben ein bisschen was aufgenommen heute und gucken mal, was da rauskommt. Alles ja? klar. Okay, ciao. So, jetzt sind wir hier aktuell in der zweiten Halbzeit natürlich. Die erste Halbzeit hat nichts gebracht, leider. Es ist ein sehr leidenschaftliches Spiel, finde ich. Peter, wie findest du es bisher? Genau, so wie wir es vorher gesagt haben, wird leidenschaftlich, sehr kampfbetont. Was ich jetzt beobachtet habe in der zweiten Halbzeit, also wir sind am Drücker. Ja. Ich denke auch, also hier geht es quasi nur in eine Richtung. Und es würde mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht bald ein Tor fällt, oder? Genau, so sehe ich das auch. Ne? 3 Punkte bleiben hier, fertig. Die sind natürlich wichtig und deswegen sind wir für euch noch hier an Ort und Stelle und gucken uns das Spiel weiter noch an. Wir drücken alle die Daumen, ich und Peter natürlich besonders doll. Hallo, wer bist du denn? Hi, ich bin der Robby, ich höre hierher. Du gehörst hierher, du bist sozusagen ein Urgestein des Vereins. Nein, nicht ganz, Mittelgestein. Sozusagen Mittelgestein, genau. Ich würde gern mal mit dir 2 Sachen besprechen. Und zwar hat es damit zu tun, wie weit geht deine Fantreue, inwieweit bist du denn informiert über den Verein, lieber Robby? Würdest du das mit mir durchziehen? Na dann mal los. Okay, dann denke ich mir mal eine Frage aus, ganz schnell. Wer war denn der erste Trainer der HUSG Union Hohenweiden Sektion Fußball? Gerd Zimmermann. Genau, das ist richtig. Ich denke, die Frage war ein bisschen einfach, ja. Dann einfach mal, nenn mir mal 3 Gründungsmitglieder der HUSG Union Hohenweiden. Matze Couch. Richtig. Der Schatz. Ich. Und Gerd Zimmermann. Ja, Gerd Zimmermann war der erste Trainer. Die Frage hattest du ja richtig beantwortet. Aber du meintest sicherlich den Klaus Sternberg, richtig? Den meinte ich nicht, aber der war auch dabei. Ja. Doch, den hast du gemeint. Also Volltreffer, ja? 100 Punkte. Danke. So, Freunde, jetzt ist das Spiel ja natürlich vorbei. 90 Minuten voll Ehrgeiz, Kampf und Leidenschaft. Und jetzt haben wir hier natürlich aktuell ein paar Freunde aus dem Club hier da, die uns natürlich jetzt eine wunderbare Spielanalyse geben. Sag erstmal deinen Namen, wer bist du? Ja, ich bin der Jörg Weißflog und bin von Anfang an hier im Verein. Zurzeit spiele ich noch bei den alten Herren, mache Zeugwart. Und zum Spiel, also ist ein leistungsgerechtes Unentschieden, muss man sagen. Wir hatten zum Schluss noch Glück, dass wir das Spiel unentschieden gestalten konnten. Natürlich hätte es noch einen Strafstoß für uns geben müssen. Und ja, aber Schiedsrichter hat es nicht gepfiffen, wir können es nicht ändern. So sieht es aus, immerhin 1 Punkt nehmen wir mit, das ist okay. Deinen Namen nochmal bitte. Ich bin der Gerd Zimmermann, ich war der erste Trainer des Vereins, 4 Jahre. Und zum Spiel selbst, am Ende kann man zufrieden sein mit den Unentschieden. Spielweise des Gegners war sehr, sehr unkompliziert, mit langen Bällen, schwer zu bespielen, hart. Und am Ende glücklich für uns. So sieht's aus. Aber immerhin, wie gesagt, haben wir nicht vergessen, 1 Punkt ist natürlich auch klasse erstmal. So, weiter geht's hier mit dem nächsten. Der Name nochmal bitte, den kennen wir natürlich schon, aber trotzdem wollen wir das wissen. Also mein Name ist Thomas Kürzke, ich bin der derzeitige erste Vorsitzende im Verein. Ja, und zum Spiel, bisschen hin und her gerissen bin ich schon, weil ich das so sehe, dass der Schiri heute das Spiel ein bisschen entschieden hat. Wir haben einen klaren Elfmeter nicht bekommen, eine rote Karte bekommen.
ein Tor nicht anerkannt bekommen, was in meinen Augen klares Tor ist. Schade für die Jungs. Waren in der zweiten Halbzeit besser wie in der ersten. Auf jeden Fall haben dann ein bisschen Fußball gespielt. Im Gegensatz zum Gegner, die hier nur mit langen Bällen agiert haben. Aber okay, da haben wir schon immer unsere Probleme gehabt. Aber okay, wir haben ein Pünktchen gegen Abstieg, also im Abstiegskampf geholt und das ist auch okay. So soll das doch sein. Und jetzt haben wir ja aktuell die Trainer noch hier drüben. Guckt mal, Jungs, seht ihr das? Und die stellen sich jetzt natürlich auch mal vor und geben auch noch ihren Senf dazu. Hm? Ja, Daniel Reinke, Trainer der ersten Mannschaft. Und zum Spiel kann ich einfach nur sagen, ich muss die Jungs ein riesen Kompliment machen. Wir haben erste Halbzeit die glasklaren Chancen gehabt, auch die Mehrzahl an Chancen gehabt, machen leider das Tor nicht. Zweite Halbzeit gehen wir raus, haben das Spiel voll im Griff. Durch zwei individuelle Fehler machen wir uns das Leben selber schwer, machen den Anschlusstreffer und machen mit 10 Leuten sogar den Ausgleich, ein riesen Kompliment. Und über den Schiri möchte ich eigentlich nichts weiter dazu sagen. Da halten wir uns natürlich zurück, da sind wir neutral, ne? Ist ganz klar. Wie ist es denn, kann man denn mit dem Ergebnis zufrieden sein? Ja, es war eine tolle moralische Leistung, auch dann in Unterzahl noch den Ausgleich zu erzielen. Fantastische Leistung, Kompliment an die Mannschaft, sehr stark. Dürfen nicht vergessen, heute hat der 5. gegen 11. gespielt, also eigentlich von der Tabelle her eine klare Favoritenrolle und ich bin sehr zufrieden, auch von der Spielweise unserer Leute. Ja. Also lässt sich abschließend nur zu sagen, Moral war da, Leidenschaft, Spielfreude. Das Ergebnis hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, aber eine Unterstützung von den Fans natürlich. Und ich würde mal sagen, alle, die jetzt hier im Kreise stehen, außer ich natürlich, bin neutral, das wisst ihr, setzen jetzt nochmal einen drauf und sagen nochmal ganz laut den Vereinsnamen. Bei drei. Eins, zwei. Eisern Union! Vielen Dank.